Solltet ihr euch fragen, wie wir das uns in diesen Zeiten noch leisten können, hier ins Legoland zu fahren? Wir haben zum Glück ein Spritsparwunder, 4,5 Liter auf 100 Kilometer, gefahren 271, 102 Kilometer Durchschnittsgeschwindigkeit. Eine wirklich formidable Leistung hier, tschechische oder besser gesagt deutsche Ingenieurskunst. Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Parkplatzvideo. Ja, ich glaube, ihr habt nicht eingeschaltet, um nur den Parkplatz zu sehen. Wir sind wieder in Duisburg und ihr wisst, was dort ist. Legoland Deutschland. Und viele Autos. Ob hier kein Verkehr ist. Wir sind heute wieder mit am Start. Plan haben wir eher keinen, aber wir haben gehört, das Schnäppchenzelt ist wieder offen und es gibt vielleicht ein paar neue Dinge, die wir uns anschauen können. Und Essen wird auch Neues ausprobiert, ganz klar. Aber ansonsten, was wir sonst noch vorhaben. Wir lassen uns treiben, aber wir werden noch was anderes ausprobieren und da sind wir auf eure Kommentare gespannt. Wir testen heute, ihr könnt es sehen, ein neues Audiosystem. Wir haben uns kabellose Mikrofone gekauft. Eines für mich, eines für Rita, damit ihr sie auch beim Reden hört. Aber jetzt genug. Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal rein in den Ort des Geschehens. Aha, gegen die Einbahn. Und wir sehen uns dann drinnen im Legoland. Bis gleich. Wir sind drinnen, nicht mehr am Parkplatz. Ganz richtig, ja. Es ist heute der 15. Juni 2022, meine Lieben. Es sieht nach einem sehr schönen Sommertag aus. Sieht auch relativ belebt aus hier im Legoland. Und wir schauen jetzt mal eine Runde, nehmen euch natürlich mit. Gleich zu Beginn unseres Parkbesuchs eine erste herbe Enttäuschung. Es ist gerade mal 10:05 und beim großen Rennen ist schon eine Wartezeit von 43 Minuten angezeigt. Schauen wir mal, ob das heute noch besser wird. Könnte auch daran liegen, dass Christoph den Tipp gegeben hat, man soll in der Früh mit den Achterbahnen fahren. Ist möglich. Aber ich glaube nicht, dass hier jeder, der heute hier ist, uns Tipp hat. Aber wer weiß. Wir schauen jetzt mal, ob das Schnäppchenzelt wirklich offen hat. Ja. Und dann geht es hier weiter. Sieht auch so aus, als hätten hier alle Wasserbahnen offen, was mich nicht wundert, wenn es heute laut dem Wetterbericht 30 Grad warm werden soll. Wir schauen mal weiter. Ein weiterer Tipp, ihr braucht nicht in der Früh zum Legoland Outlet zu stürmen. Übrigens, das Schnäppchenzelt hat jetzt einen neuen Namen. Für uns wird es aber immer noch das Schnäppchenzelt bleiben. Ach, im Herzen auf jeden Fall. Ja, und es hat erst ab 12 Uhr geöffnet. Also in der Früh Achterbahn fahren. Gehen wir mal weiter. Ja. Das Legoland Deutschland. Wir sind wieder hier. Unsere Jahreskarte gilt jetzt nur mehr ein paar Tage. Wir werden sie wahrscheinlich zwar erneuern oder verlängern, aber wir haben uns gedacht, unsere alte Jahreskarte darf heute noch mal im Einsatz sein. Deswegen sind wir hier heute hergefahren und wollen natürlich auch für euch heute wieder dokumentieren, was es hier so Neues gibt. Ihr habt uns ja jede Menge Kommentare geschrieben, jede Menge Fragen, jede Menge Vorschläge und die wollen wir natürlich alle ausprobieren. Wie gesagt, mit der großen Fahrt oder mit dem großen Rennen hat das jetzt nicht geklappt. Das Schnäppchenzelt ist auch noch zu, aber wir gehen jetzt mal nach hinten zu den Ninjas und schauen mal, was dort los ist. Sieht auch so aus, als wäre heute beim Aquarium noch gar nicht mal so die lange Schlange. Könnten wir auch reingehen, wir werden mal überlegen. Sieht ganz so aus, als wäre der hintere Parkbereich heute noch etwas ruhiger. Ruhiger, aber da ist was los. Hier wird irgendwas aufgebaut oder hier sind auf jeden Fall Kinder am Start. Sieht nach einem Kletterpark aus. Rita, ich würde sagen, du begrüßt mal deinen alten Freund. Heute ist ja wenigstens wieder mal nicht belagert. Zum Glück, ich war schon fast eifersüchtig. Letzter Zeit war es ja oft so, dass wir gar keine gute Aufnahme, gar keinen guten Shot hier machen konnten. Aber heute geht es natürlich wieder los. Seine heimliche Verehrerin Rita ist wieder zurück. Lass uns kurz allein. Ja, das Gute ist, dass dein Mikrofon an ist. Also wir hören genau, was ihr sprecht. Ja, so geht es mir die meiste Zeit. Und das sieht ganz nach einem Ninja-Parcours aus, der hier aufgebaut ist. Das ist aber, glaube ich, eher für... Ja, ich weiß nicht, ob Erwachsene, ob du auch da rein darfst. Wir probieren es mal. Ich glaube. Wir wollen ja nicht immer dasselbe filmen. Und deswegen filmen wir heute mal dieses Ninja-Kloster hier, weil ich glaube, das haben wir noch nie so genau vor die Linse gehalten. Hier werden jede Menge gute Steine für uns mit dabei, fürs Terraforming, jede Menge Grau, Grün und so weiter. Aber leider sind die Steine alle geklebt, glaube ich. Also dann sind die teilweise schon in etwas schlechterem Zustand.
sieht auf jeden Fall total cool aus hier. Und es ist gut, dass es geschützt ist vom Regen und vom Wetter. Das freut uns auch. Wir werden jetzt mal schauen, ob wir nicht mit dem Ninjago The Ride fahren. 29 Minuten Wartezeit sehe ich hier, was schon einiges ist, aber es ist hier gar keiner reingegangen. Also es kann sein, dass die Wartezeit hier nicht korrekt ist. Rita? Ich habe mich nur gerade amüsiert, weil da hinten ein Spielplatz ist mit extrem viel Duplo am Boden. Da sieht es fast so aus wie bei uns im Wohnzimmer. Das ist in der Tat so. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt sehen könnt. Mega. Dort ist ein Spielbereich, wo wohl schon ordentlich gespielt wurde heute Morgen. Ja. Aber so soll das ja auch sein. Wir machen uns am Weg durch die Piratenbucht. Da ist noch nicht viel los. Und ich hoffe ja, also es ist jetzt kurz nach 10, dass vielleicht bei der Wasserbahn nicht so viel los ist. Aber ich habe gerade die Leute schreien gehört. Also dort. Wenn du sagen wolltest, ich hoffe ja, dass niemand damit fährt, dann kann ich dich leider an dieser Stelle enttäuschen. Danke, aber hier würde niemand fahren. Wobei diese Spritzerei hier nicht unbedingt meine Lieblingsfahrt ist. Das ist nein, zwar ganz aber nett. Die Wasserrutsche wollte ich doch ausprobieren. Ja. Schauen wir lieber mal zu unseren alten Freunden oder besser gesagt zu meinem Freund. Und es sieht auch so aus, als wäre unser Oberpirat heute wieder am Start. Der war ja letztes Mal nicht hier, der war nicht da, weil er vielleicht repariert wurde. Schauen wir mal. Jetzt war er so nervös, dass er nicht mehr spielt. Das ist jetzt genau jetzt, wo wir hier stehen, spielt nicht mehr. Er ist nervös. Ja, oder vielleicht will er sich bedanken, dass du das letzte Mal erkannt hast, dass er nicht. Das geht 3 Schritte weg, um die Wasserbahn zu filmen und schon hört man wieder die Musik. Ja, jetzt gehe ich aber nicht mehr hin, jetzt ist es mir egal. Wir warten jetzt hier auf das nächste Boot. Ich sehe schon im Anstellbereich jede Menge Leute, leider. Dabei wollten wir heute wirklich sehr gerne mit diesem Sturzbach hier mal mitfahren. Heute wäre es von der Temperatur auch für Rita mal warm genug, aber ich weiß nicht, ob das was wird. Wir müssen dann mal auf die andere Seite rüber und schauen, wie lang die Wartezeit ist, aber ich sehe hier durch den Wald durch, da tummeln sich die Leute und natürlich ganz normal, dass man das nächste Boot. Schauen wir mal. Sehr schön aufgesetzt und auch ein wenig nass geworden. Ein Traum. 20 Minuten Wartezeit hier. Bei der Dschungel-Expedition, da sagen wir nicht nein, da gehen wir gleich mal rein. Wir haben die Dschungel-Expedition geschafft und wie ihr seht, super nass geworden, sind auch in der ersten Reihe gesessen. Hier das Beweisfoto bitte, ich will ja nichts sagen, ja. Also wunderbar. Und übrigens, die Wartezeit hat nicht gestimmt. Wir sind mindestens 10 Minuten länger gestanden, also das Legoland hat uns reingelegt. Aber es war's wert. Noch ein kleiner Tipp zur Dschungel-Expedition, nachdem wir es ja jetzt zum ersten Mal oder auf jeden Fall ich zum ersten Mal überlebt habe. Erstens mal, wenn man vorne sitzt in der ersten Reihe, offensichtlich wird man doch recht nass von oben bis unten. Die in den hinteren Reihen haben gesagt, dass sie nur auf der Seite nass geworden sind, also vielleicht je nach Wetter sich besser oder schlechter platzieren. Und weil es jetzt auch nochmal durchgesagt wurde, ich glaube, man muss mindestens einen Meter groß sein, sowas, dass man da mitfahren darf bei dieser Reise. Und sie ist nicht ohne, denn gleich mal zu Beginn fährt man gleich mal rückwärts einen Teil der Bahn hinab. Also da muss man schon starke Nerven haben, um diese Dschungelexpedition durchzustehen. Es sind auch viele Dinosaurier, die man am Weg trifft. Also, ob es für jeden was ist, ich weiß es nicht. Ja. Und hört ihr die Musik? Wir sind bei den Ägyptern und schauen jetzt gleich mal, ob bei der Baustelle auch was weitergeht. Vielleicht fahren wir mit diesem Dschungel-Expeditions-Dingsbums. Aber hier schauen wir auf jeden Fall immer hin, wenn wir hier im Legoland sind, weil das hier so ein schöner Themenbereich ist. Er meint die Tempel-Expedition, aber es macht nichts. Er ist auch noch von der Dschungel-Expedition ganz wirr. Der ägyptische Themenbereich, dort hinten geht es übrigens ins Feriendorf, also wenn ihr in Hotels oder am Campingplatz übernachtet, am Legoland per Park, dann werdet ihr dort rauskommen und Rita hat was gesehen. Und wir wollten eigentlich zur Baustelle schauen, denn Christoph, der ja meinte, das Ninjago-Quartier kommt da hinten hin, ja, ihr kennt die Geschichte, aber jetzt haben wir noch was anderes entdeckt.
noch eine neue Baustelle. Das sieht für mich etwas nach Restaurant aus oder Shop, ich weiß es nicht. Werden wir das nächste Mal dann vielleicht schon in seiner vollen Blüte sehen, wenn wir hier sind. Jetzt gehen wir aber mal in diesen, wie Rita zuerst richtig gesagt hat, Tempel-Expeditions-Fahrbereich, wo nur 5 Minuten Wartezeit angezeigt wird. Das, also da können wir auf jeden Fall rein. Nachher vielleicht noch ein kleiner Abstecher im ägyptischen Shop. Und, Verzeihung, Rita, ich weiß nicht, das ist eine Fahrt, auf der ich immer sehr gerne zugegen bin. Erstens, weil ich unseren alten Freund Johnny sehr sympathisch finde. Sie haben hier auch so ein Lager aufgeschlagen mit Auto und Lagerfeuer und dem Ganzen hier wieder ein Hühnchen gegrillt. Also das sieht wirklich formidabel aus. Und Christoph ist einer der einzigen Leute, die oftmals einfach nur im Wagen sitzen, ohne etwas abzuschießen. Ich sag's euch, unmöglich. Also ich kann das ja nicht. Ich muss ja immer dann trotzdem irgendwas, Punkte gewinnen. Aber gut, Christoph ist da entspannt. Ihr habt uns ja schon oft eure Punkte-Highscores geschickt und euch gegenseitig überboten. Ja, ich weiß nicht, ich habe schon manchmal gut gespielt, okay. Aber manchmal denke ich mir auch, wir schauen uns das Themengebiet dort einfach an und genießen die Fahrt. Okay. Schauen wir mal rein. Viele von euch sind ja auch immer wieder interessiert, wie die Fahrt von innen aussieht. Auf den meisten Fahrten darf man leider nicht filmen, ebenso hier, aber den Wartebereich können wir euch zeigen. Und ich glaube, da haben wir schon ein paar Mal gefilmt hier herinnen. Ja. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus mit der Wartezeit. Ich glaube, dass das nicht mal 5 Minuten werden. Und auch so sehr komfortabel zum Einsteigen im Gegensatz zur Dschungel-Expedition. Ja, ganz richtig. Also wie ihr hier schon unschwer erkennen könnt, sitzt man hier in so Fahrgeräten drinnen, in so kleinen Autos, hat dann einen Blaster in der Hand und kann auf verschiedene Ziele schießen. Wir sehen uns dann, wenn wir mit der Fahrt fertig sind. Baron von Baron wurde ausgeräuchert. Wir haben ihn besiegt, natürlich mit Hilfe von Johnny Thunder und Rita. Ich hatte nur 100 Punkte, aber egal. Wir schauen jetzt hier durch, während hier bei der Ballonfahrt gerade eine technische Störung durchgesagt wird, was hier auf der Baustelle los ist. Und ich muss sagen, ich bin begeistert. Ich glaube, das ist definitiv das Ninjago Hotel. Ja, könnte sein. Ich weiß nicht, wie oft Rita noch sagt, das kann ja gar nicht sein, das ist ja schon eröffnet worden, ja, oder? Ja, aber das hast du gesagt. Ja, weil ich nicht wusste, dass das was anderes ist. Aber auf jeden Fall sehen wir hier jede Menge Bauarbeiter. Hier wurden Ausgrabungen gemacht, hier stehen Baukräne. Also wir sind sehr gespannt, was hier gebaut wird. Hoffentlich aus Legosteinen natürlich. Und nur kurz es mal, ist doch ein Max-Schild da. Ist das nicht ein Hinweis hinter dir? Machen die nicht die Achterbahnen? Ja, Rita vollkommen richtig, aber leider mit 10 km/h. Verdammt. Wir sind große Fans von sogenannten Mack Rides, von denen es ja auf der ganzen Welt viele gibt, auch im Europapark zum Beispiel. Ich wechsle schnell das Thema. Ja. Es ist 11.17 Uhr. Und wir haben noch gar nichts eingekauft, was natürlich daran liegt, dass das Schnäppchenzelt noch zu war. Das macht jetzt aber demnächst auf. Ich weiß nicht, ob wir in diese Richtung gehen. Zuerst gibt es, glaube ich, mal einen kleinen Klostopp und dann geht es vielleicht weiter. Ja. Oh, das war laut genug. Das hat mir gefallen. Es geht los in 3, 2, 1 und los. Auch bei fast 30 Grad heute sind hier Leute, die allen Ernstes das Pyramidenfeuer löschen wollen. Wir sind hier mal vor ungefähr 2 Jahren gefahren, waren dann so müde, dass wir uns fast ins Bett legen mussten. Rita lacht nur. Ich finde das immer so lustig. Also auch wenn man nicht damit fährt, aber einfach zuzusehen, ist so lustig. Also sehr empfehlenswert. Also es sieht lustig aus, als es eigentlich ist, weil es ziemlich anstrengend lustig, ist. Und ich weiß nicht, ob wir nochmal fahren werden. Diese Spritzattacke ist ganz cool, wobei auch nur, wenn man derjenige ist, der den Wasserstrahl lenken darf. Der andere, der da an diesem Hydranten steht, ist auch ziemlich, ja. Und ich habe die Anleitung super gefunden. Denn er hat eigentlich die ganze Zeit nur gesagt, pumpen, pumpen, pumpen. Daher, ja. Wir fahren damit dicht, uns ist es heute zu warm. Ja, definitiv. Und nicht durchgeschwitzt geht es weiter. Was auf jeden Fall extrem auffällt, ist, dass in den Morgenstunden der hintere Parkteil, also dort, wo die Ninjago-Dingsbums sind und auch hier bei den Ägyptern, es alles noch extrem ruhig ist. Man stellt sich fast nicht an für die Fahrten, es ist alles sehr
entspannt, wohingegen vorne am vorderen Eingangsbereich schon die Hölle los ist. Also auch ein Tipp, den wir bei unserem sagenumwobenen 10 Tipps im Legoland-Video vergessen haben. Vielleicht schaut ihr gleich zu Beginn, wenn ihr reinkommt, entweder übernachtet ihr sowieso im Feriendorf und kommt dann hier hinten raus, oder ihr geht gleich mal morgens nach hinten in den hinteren Parkbereich, denn hier ist es sehr angenehm und wir arbeiten uns jetzt Stück für Stück wieder in Richtung Haupteingang. Es wird wunderbar. Irgendwann holen wir uns auch was zum Essen. Ich glaube, wir werden ja heute Pizza essen gehen. Ihr habt uns gesagt, dass die Pizza sehr gut sein soll im Legoland. Also ich bin gespannt. Das ist ja mal eine Ansage. Und natürlich fehlen auch noch so Pflichtbesuche wie Fabrik. Dann ist ja Juni. Rita hat sich jetzt 2 Wochen zurückgehalten bei den neuen Harry Potter Sets. Oh ja. Unglaublich. Schwierig. Das glaubt oder nicht. Ich habe sie fast fesseln und knebeln müssen. In der Zeit, als sie vor dem Computer gesessen hatte. Weil es so schwierig war, sie vom Bestellen abzuhalten. Aber ich habe gesagt, schau mal Rita, du bekommst vielleicht das ein oder andere Set, wenn wir hier im Legoland sind. Und heute ist es soweit. Ich bin gespannt. Während Rita sich den Duplo-Bereich anschaut, wo heute auch wieder Betrieb ist. Ja, sag ich doch, mit dem können wir dann auch. Eine kurze Bemerkung zu Kommentaren in unseren Videos. Und zwar haben viele von euch geschrieben, sie kommen von weiter und sie würden gerne hier übernachten und vielleicht auch mehrere Tage im Legoland verbringen. Das Problem ist, und das haben wir auch festgestellt, die Legoland-Hotels sind leider nicht besonders günstig. Nein. Und da zahlt man im Sommer gerne schon mal 200-300 Euro für ein Hotelzimmer und Übernachtung. Was wir euch nur empfehlen können ist, macht so wie wir. Wir werden demnächst auch mal, da kommt dann übrigens noch mal ein großes Video. Wir werden demnächst mal auf den Legoland Campingplatz fahren. Da war ich als Kind mal. Ja. Ist schon über 10 Jahre her, 20 Jahre her eigentlich. Wobei natürlich nicht jeder ein Wohnmobil oder sonstiges zu Hause hat. Also die andere Empfehlung für ihr Nicht-Camping-Freunde ist, dass man einfach außerhalb bleibt. Also viele haben uns erzählt, dass sie in Günzburg ein Hotel hatten. Sind auch sehr schöne und weit billigere Hotels dort zu finden. Ja, wir werden dazu auf jeden Fall nochmal ein Video machen, weil viele von euch ja über den Sommer mal hier Station machen wollen. Ja. Es gibt auf jeden Fall unter unseren Videos immer wieder von netten Zuschauern, vielen Dank an dieser Stelle, Kommentare, wo Hotels empfohlen wurden. Teilweise sind die nur ein paar Kilometer außerhalb hier des Legolands in Günzburg und da kann man dann wirklich ganz günstig übernachten. In Günzburg. Und dann fährt man in der Früh einfach kurz die paar Kilometer zum Legoland. Aber das müssen wir uns selbst noch anschauen. Wie gesagt, wir haben jetzt mal beschlossen, dass wir, obwohl Rita gar kein so großer Camping-Fan ist, dass wir hier campen fahren. Und das wird sicher mega cool. Hoffentlich. Und jetzt ein Abschlussshot hier von unserem Freund, dem Dino. Wunderbar. Sehr seltsam heute hier bei diesem Labyrinth, wo wir auch noch nie drinnen waren, stehen die Leute heute bis heraußen und bei den sagenumwobenen Tretomobilen, wo meine beiden bezaubernden Assistentinnen gerade vorbeigehen, steht auf dem Schild, ihr könnt es wahrscheinlich nicht lesen, technische Störung und es fährt nichts. Leider kaputt. Hoffentlich kommt Emmet vorbei und repariert das schleunigst. Wir wollen noch treten hier. Ja. Und weil viele beim letzten Video gefragt haben, wo wir diese Pommes frites in Form von Legosteinen bekommen haben, das ist also hier in diesem Bereich. Rechts ist das große Theater. Und da, wo jetzt noch zu ist, die machen wahrscheinlich auch erst mittags auf, gibt es diese Pommes. Da werden sich dann auch sicher viele Leute anstellen. Im Gegensatz zum hinteren Parkbereich ist hier im Ritterbereich eigentlich immer sehr viel los. Wahrscheinlich liegt es daran, dass hier die Super-Achterbahn ist, beziehungsweise zwei Super-Achterbahnen und natürlich auch der Goldrausch. Und ihr seht die Leute, wenn die nicht im Goldrausch sind, ich weiß nicht wer. Das war lange Zeit jetzt überhaupt nicht beliebt und jetzt sind hier immer jede Menge speziell Kinder. Es war teilweise sogar geschlossen, dass es ja gar nicht möglich war, im Goldrausch zu sein, aber mittlerweile geht's wieder und vielleicht wollen viele das nachholen. Sieht so aus. Wir schauen jetzt mal bei den beiden Achterbahnen vorbei. Letztes Mal haben wir ja hier die kleine genommen. Große nicht, ich weiß nicht, weil so viele Leute gewartet haben. Wir werden mal die Wartezeitentafeln für euch checken und dann erfahrungsgemäß ein paar Minütchen draufrechnen und dann schauen wir, ob sich das auszahlt, dass wir hier eine Fahrt mit den Drachen machen werden. Interessieren würde es mich schon sehr, aber es kommt auf die Wartezeit drauf an, meine Lauter Liebe. Lauter Expeditionen und dann noch die Drachen. Das mein Herz aus.
Alter, du bist an meiner Seite, kein Problem. Okay, ich sehe schon hier 58 Minuten Wartezeit für diese kleine Bahn. Das Problem ist, dass da nicht besonders viel weitergeht, weil der Zug ja zwei Runden fährt. Wir haben den gleich, ich filme ihn für euch. Rita, bitte kommentieren Sie eine die Fahrt. Eine Garnitur und zwei Runden. Ich glaube, wir haben gesagt, dass es besser ist, vorne zu sitzen in dieser Achterbahn, weil es einfach ein bisschen geschmeidiger läuft. Aber ansonsten bin ich da ein großer Fan. Also nur der erste Drop, das erste Mal hinunterfahren ist ein bisschen heftiger, aber sonst sehr entspannt. Ganz richtig. Ja, aber in Anbetracht der Wartezeitsituation werden wir hier jetzt heute mal vorbeigehen. Und ich weiß nicht, Ritter, willst du in den Rittershop reinschauen? Da waren wir schon lange nicht mehr drin. Ich glaube, da können wir kurz einen Abstecher machen. Wir sehen uns dann gleich drinnen wieder. Oh, und hier gibt es auch neue Schwerter, glaube ich. Jedenfalls habe ich die noch nicht gesehen. Sieht aber auch nicht schlecht aus. Gar keine offiziellen Lego-Schwerter, wenn ich das richtig sehe. Nein. Weil bei Ninjago gibt es ja die Lion Touch anderen. Aber ich bin mir sicher, dass diese beiden Fässer bis zum Abend auch leer sein werden. Hier sind die Schwerter und Rüstungen, von denen ich vorher geredet habe. Das sind auch offizielle Legoland-Produkte, wie ihr sehen könnt. Und hier haben wir auch Schilder in drei verschiedenen Farbkombinationen und die passenden Schwerter dazu. Interessant ist, dass das Rosane mit dem Pferd drauf vorne abgerundet ist und die anderen nicht bei den Schwertern. Oh, ja. Und das Drachenschwert ist so gezackt, das ist auch cool. Ich wollte gerade die Preise anschauen. Ah, hier stehen sie. Schilder 12,99, wenn ihr das lesen könnt. Rüstungen 15 Euro und für die Schwerter nehmen sie... wahrscheinlich 9,99, oder? Unten steht 10 Euro, ganz richtig. Ja. Gut gesehen. Wenn man die Schreie hört, weiß man, der Drache ist nicht weit. Richtig. Rita setzt sich schon mal die Brille auf, damit, sie, damit man ihr die Angst in den Augen nicht anmerkt. Wir schauen jetzt mal hier beim Schild, wie lange hier Wartezeit ist. 34 Minuten. Kann das sein? Ja, die Leute stehen bis hier. Könnte durchaus sein, dass es eine halbe Stunde Wartezeit ist. Da wir aber in etwa einer halben Stunde ein Rendezvous, oder besser gesagt Rita ein Rendezvous hat, sie will mir nicht sagen, mit wem, geht sich das jetzt nicht aus. Typen. Aber vielleicht nach dem Essen. Wie heißt eigentlich Meister Wu, oder? Ja, ich habe seinen Namen vergessen. Ja, richtig. Rita steht offenbar auf dem. Mal stehe ich hier und filme die Drachenbahn. Dabei ist sie innen auch so nett. Ihr müsst unbedingt mal damit fahren, weil es so eine kleine Vorgeschichte, so eine kleine Märchenbahn, die man nur sieht, wenn man eben fährt. Oder vielleicht filmen wir einfach mal auf der Fahrt. Auch möglich. Und vergesst nicht die starke Bremsung am Schluss. Ja, die hat uns schon. Das kann wehtun. Ein paar Mal etwas erschreckt. Wir gehen links, wir gehen rechts, wir gehen nach vorne, wir gehen nach hinten. Wir sind jetzt im zentralen Bereich hier in der Lego City und hier ist schon einiges los. Ihr seht, Rita muss sich schon durch die Menschenmassen durchkämpfen. Auch beim Legoland Express, mit dem wir sehr gerne fahren. Hier fährt gerade der Zug ein. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, weil er im Schatten ist. Sehr, sehr viele Leute. Hier wartet man bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde. Und auch hier beim sagenumwobenen Ninjago Flyer, den Rita liebt, ist die Wartezeit nicht zu vernachlässigen. 41 Minuten hier auf der Tafel. Hier wird auch etwas Neues gebaut. Das Ständchen sieht genauso aus wie das im Pharaonenbereich. Ich bin schon gespannt, was das wird. Vielleicht fragen wir nachher mal einen dieser Mitarbeiter hier, was sie dort aufbauen. Wir gehen jetzt mal in die Fabrik. Dort waren wir heute noch gar nicht. Und ich glaube, wir waren bis jetzt dort immer am Vormittag. Direkt rein, dort, wo man den Stein bekommt und die Fabrik anschauen kann, warten auch einige Leute. Schauen wir mal, was hier drinnen los ist. Gleich zu Beginn mal der Schock schlechthin. Die gute Nachricht ist, es gibt die weißen Steine noch. Rita sucht gerade nach neuen Steinen, welche wir euch zeigen können. Aber das hier gefällt uns gar nicht. Die haben seit unserem letzten Besuch, der ungefähr ein Monat her ist, die Preise auch hier erhöht. Wir haben schon mehr oder weniger darauf gewartet, da es ja leider fast gar nichts mehr gibt, was nicht teurer wurde in letzter Zeit. Jetzt auch hier in der Fabrik. Früher waren es 9 Euro pro 100 Gramm. Also wenn ihr
ältere Videos von uns anschaut, dann habt ihr noch die alten Preisangaben mit 9 Euro pro 100 Gramm Steine. Jetzt sind es 9,99, also ein Preisanstieg von 10%. Das mag für den einen oder anderen Käufer, der sich eine kleine Tüte mit ein paar Steinen mitnimmt, vielleicht nicht zu viel sein. Aber natürlich, wenn man mehr kauft, speziell auch wie wir, dann fällt das schon ins Gewicht. Ich bin jetzt gerade bei den etwas interessanteren Steinen, und zwar den Blättern. Hier sieht es eigentlich noch ganz gut aus. Wir haben noch die regulären Blätter in allen Farben. Kleine Blätter sehe ich noch in Olivgrün. Ob es diese Farben alle gab, weiß ich gar nicht. Das ist mittlere Braun, Pink, Dunkelbraun hier unten. Was ich auf jeden Fall nicht sehe, sind diese großen, wo viele von euch gefragt haben, diese großen dreiblättrigen Stämme, die sehr beliebt waren. Es gibt aber, so wie es aussieht, noch die neuen und alten Palmenblätter. Also das sind schon mal gute Nachrichten. Schauen wir mal hier drüben bei den bedruckten Fliesen nach. Die waren immer irgendwo hier. Also sie haben jetzt ziemlich gut aufgestockt, auch mit neueren Teilen, die, glaube ich, erst letztes Jahr oder dieses Jahr ins Sortiment gekommen sind, wie zum Beispiel hier diese 2x6er Fliesen. Ihr wisst es, wenn ihr die alten Videos von uns angeschaut habt, was wir natürlich hoffen, Rita würde sich freuen, je kleiner die Teile in den meisten Fällen, desto leichter sind sie. Es gibt aber natürlich auch Ausnahmen. Wir haben für euch in die Videobeschreibung wieder den Link zu 1000steine.de gepackt, wo ihr euch so mehr oder weniger mal ausrechnen könnt, wie viel Steine dort kosten. Es ist bei weitem nicht alles günstig, was es hier gibt. Wasserfliesen auf jeden Fall 1x4. Die waren letztes Mal aus in hellblau, und 1x2. Dann gibt es noch dieses schöne Bild aus dem Creator 3-in-1 Haus, wo die Giraffe dabei ist. Also schlag bitte nicht unüberlegt zu hier, das geht richtig ins Geld. Aber viele Steine findet man eben nur hier, oder die sind auf Bricklink und anderen Plattformen unglaublich teuer. Moment, ich schaue jetzt gerade nochmal hier, was es hier noch an bedruckten Fliesen gibt, denn die sind für die meisten von euch interessant. Weltkarte, dann haben wir hier diese Bienenwabe, aber ansonsten die Runden in der Holzoptik sehe ich leider gar nicht mehr, wegen denen wurden wir auch ein paar Mal gefragt. Also diese hier gab es mit diesem Holzaufdruck. Das sieht eher weniger danach aus. Hier schauen wir mal in die Vitrine rein, ob sich hier was getan hat. Preise sehen hier, ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, noch aus, als wären sie die alten. Bin mir nicht ganz sicher, ob es hier Neues gibt. Ich glaube, seit unserem letzten Besuch hat sich nichts getan. Weihnachtsmann am Start, Lebkuchenmännchen, die Elefanten aus den neuen. Rita hat jetzt ihr Mikrofon gerade nicht an, wo ich nicht weiß, warum. Rita. Aber sie hat gesagt, es sind aber hier keine neuen Teile. Nein, es sind, glaube ich, keine neuen Teile und die alten Preise. Ja. Haben wir dieses Hundeset 4 eigentlich schon mit diesen beiden, weiß nicht, Dackeln oder was auch immer das ist? Das gefällt mir ganz gut und, glaube ich, haben wir auch nicht gekauft. Wo sind die Eichkätzchen hin? Kleine Katzen hier. Aber wo sind unsere lieben Freunde, die Eichkätzchen? Die sehe ich gerade nicht. Was gar nicht gut ist. Okay. Noch eine kleine Runde hier hinten. Bei den Sonderteilen. Hier sieht es auch so aus, als würden die noch zum selben Preis als zuvor verkauft werden. Hier hat schon jemand gut zugeschlagen bei Haien, da ist schon umgedreht. Einmal hier noch welche zu haben, das sind auch die regulären, glaube ich. Es gab ja auch mal diesen Hammerhai. Und hier bei den anderen Teilen, also die sind zum Teil, wie ihr sehen könnt, schon ein wenig ausgesucht. Hier zum Beispiel Achterbahnkurven oder die kurzen Geraden in Grau. Hier meine Stützen, die ich so gerne einkaufe, sind, so wie es aussieht, noch alle da. Das ist sehr gut. Ihr habt uns auch gefragt wegen Technikmotoren, die habe ich jetzt leider gar nicht gesehen, auch nicht in der Vitrine, obwohl ich, glaube ich, auf den Kommentar geschrieben habe, dass es in der Vitrine welche gibt. Muss ich nachher nochmal nachschauen. Aber ja, also hier eigentlich sehr wenig los heute für das, dass der Legoland Park sehr, sehr voll ist. Aber natürlich, vielleicht trübt auch der erhöhte Preis ein bisschen die Kauflaune der Leute. Jetzt wahrscheinlich nach dem Video noch mehr.
Und wir schauen jetzt wieder raus und kaufen später dann ein wenig was ein, glaube ich. Oder vielleicht auch jetzt gleich. Wir melden uns fürs Erste ab. Wir stehen jetzt zwar gerade vor dem Park, aber das bedeutet nicht, dass es vorbei ist. Nein, es gibt noch weitere Informationen aus dem Legoland, ganz geheime. Mehr dazu im nächsten Teil. Und Christoph, zeig mal deine wunderbare Hand. Er hat sich übrigens jetzt tätowieren lassen. Haben wir bekommen, als wir aus dem Legoland rausgegangen sind, weil wir die Sets zum Auto gebracht haben. Gratis Tattoo, was will man mehr? Also, ganz richtig. Seid gespannt auf den nächsten Teil von unserem Legoland Vlog. Ja, wahrscheinlich morgen kommt, wenn alles hinhaut mit dem Schneiden. Wir tun bis unser Bestes. Bis demnächst.